Endlich wieder mal ein vernünftiges Bibelseminar in der Elim. Das oder ähnliche Kommentare habe ich gehört, als wir dieses Seminar angekündigt haben. Musste da zuerst eine solche Krise ausbrechen, wie dem auch sei. Wir haben vor, uns in den nächsten Wochen intensiv mit dem Philipperbrief zu befassen. Warum gerade Philipperbrief? Weil der Philipperbrief ein so erfreuliches Thema hat. Es geht da um die Freude. Und deshalb heißt unsere Serie auch Unbesiegbare Freude. Man merkt nämlich, dass es eine Freude im Leben gibt, die unabhängig von Umständen ist. Und das zieht sich durch diesen Brief. Und das ist ein Thema, das blendend in unsere Zeit hineinpasst. Freude, das ist so der rote Faden, der sich durch den Philipperbrief zieht. Und vielleicht denkt man, naja, zur Freude braucht man einen Grund und ich habe eigentlich wenig zu lachen und ich hätte gerne mehr Spaß, aber das läuft alles nicht so richtig. Ich habe mehr Grund zum Ärgern und allerlei Schwierigkeiten. Und du hast den Eindruck, ja, es gibt viele Dinge, die mir die Freude rauben wollen. Das können schlechte Nachrichten sein, das können finanzielle Klemmen sein, das können Krankheiten sein, familiäre Probleme, was auch immer. Vielleicht hast du auch in deinem Glaubensleben irgendwelche Schwierigkeiten mit Anfechtungen zu tun, mit Süchten, mit Sünden, irgendwelche schlechten Dinge, sodass alle möglichen Sachen dir die Freude vielleicht rauben wollen. Und trotzdem lautet unsere Botschaft: unbesiegbare Freude. Du kannst eine Freude haben, die unabhängig ist von Umständen. Und im Leben von Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, kann man das gut erkennen, denn bei Paulus lief keineswegs alles glatt, aber er kannte eine Quelle der Freude. Wir wollen in diesem Bibelseminar mal so Schritt für Schritt, Vers für Vers durch den Philipperbrief gehen. Ich schlage euch vor, dass ihr natürlich mitlest oder auch nachlest, Dinge nacharbeitet. Und so starten wir natürlich mit Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Wenn der Wortlaut ein bisschen anders klingt, als du das vielleicht bei dir so liest oder kennst, dann mag das an der Übersetzung liegen. Ich lese gerne aus der Elberfelder Übersetzung, weil ich die im deutschsprachigen Raum für die am gründlichsten und genaueste Übersetzung halte. Sie ist allerdings, sagt man manchmal, ein bisschen sperrig. Aber wir wollen uns ja jetzt intensiv und gründlich auch mit der Bibel und ihren Hintergründen auseinandersetzen. Und deshalb lesen wir mal in der Elberfelder. Aber ihr könnt das natürlich gerne auch in anderen Übersetzungen nachlesen. Paulus und Timotheus, hier werden zwei Verfasser genannt. Paulus ist natürlich der Hauptverfasser, aber er nimmt seinen jungen Schüler hier mit viel Wertschätzung und viel Dankbarkeit hinein, empfiehlt ihn ja auch in gewisser Weise, weil er ihn schicken will zu den Philippern. Und so sollen sie eben schon merken, ja, er gehört hier zu meinem Team, er ist dabei. Paulus bezeichnet sich als Knecht. Manchmal hat er sich ja auch als Apostel vorgestellt. Und das hat er gerade dann gemacht, wenn es Gemeinden gab, die seine Autorität in Frage gestellt haben oder die nicht hören wollten oder die ihn für irgendeinen hergelaufenen Redner hielten. Da muss er manchmal so ein bisschen pochen und sagen, Leute, ich bin Apostel Jesu Christi. Aber mit den Philippern stand er in allerbestem Einvernehmen. Sie hatten ein gutes, freundschaftliches, warmes Verhältnis. Und da war überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwie drauf zu pochen, sondern er konnte sagen, ich bin Knecht Jesu Christi. Sein Dienst war ja nicht von irgendwelchen Titeln oder äußerlichen Rollen abhängig, sondern wichtig war ihm, ich handle aus einer Lebensverbindung mit Gott heraus. Ein Knecht oder ein Sklave, Haussklave, dieses Wort ist hier auch verwendet, ist ja jemand, der tut, was sein Herr sagt. Und Paulus war es immer wichtig, deutlich zu machen, ich bin im Namen von Jesus Christus unterwegs. Und weil er mich berufen hat, deshalb kann ich dienen, deshalb wirke ich, von ihm bin und bleibe ich abhängig. Ja, das waren die Absender, Paulus und Timotheus. Und jetzt kommen die Empfänger, die Heiligen in Christus Jesus. Und wenn wir das Wort Heilige hören, dann denkt man an vielleicht Ikonen oder Heiligenbilder in irgendwelchen Kirchen
oder einen heiligen Kalender, wo dann Gedenktage besonderer Persönlichkeiten begangen werden. Aber hier wird die ganze Gemeinde als heilig, alle Mitglieder als Heilige bezeichnet. Und das kommt daher, dass dieses Wort heilig zunächst mal bedeutet, ausgesondert für Gott. Und es sind also damit alle Menschen gemeint, die zu Gott gehören. Sie sind von ihrem Stand her heilig, weil sie in eine besondere Position, in ein besonderes Gemeinschafts- und Bezugsverhältnis zu Gott gesetzt worden sind. Und jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass unser Zustand, wie wir nämlich leben, auch zu unserem Stand passt. Und deswegen schreibt Paulus diesen Brief. Also ihr seid schon Heilige, aber es kommt natürlich darauf an, dass unser Leben nun auch zu unserer Berufung, zu unserem Stand als Heilige passt. Deshalb kann an anderer Stelle der Bibel auch so ein Satz stehen wie Jagd nach der Heiligung in Hebräer 13. Und damit ist gesagt, wir sollen uns wie ein Sportler sich mit Einsatz auf das Ziel hin bewegt, sollen wir danach trachten, uns auch Mühe geben, ein Leben nach dem Vorbild von Jesus Christus zu führen. Ein Leben, das auch dem Wort Gottes und dem, was das Neue Testament sagt, entspricht. Und die Heiligen sind heilig in Christus. Und damit wird klar gemacht, wir sind nämlich nicht von uns aus heilig, weil du so diszipliniert bist, weil du so gute Werke tust, weil du ein ordentlicher Mensch bist, so im Großen und Ganzen jedenfalls, es gibt noch viel Schlimmere, sondern was wir sind, sind wir durch Jesus. Was wir haben, sind wir in ihm. Wenn wir aus ihm rausfallen, dann sind wir auch nicht mehr in seinen Segnungen oder in seiner Heiligkeit, sondern alles das, was unser Leben ausmacht, haben wir in ihm. Und deshalb ist diese Formel in ihm oder in Christus, in Jesus, auch ein häufiger Begriff im Philipperbrief, aber auch in anderen Briefen, die Paulus schreibt. Damit drückt er unser Verhältnis aus und macht deutlich, alles, was du bist und hast, das verdankst du Jesus und du hast es aus der Gemeinschaft, aus der Lebensverbindung mit ihm. Der Brief richtet sich dann, wie gesagt, an die Heiligen, dann aber auch an die Aufseher und Diener. Und hier sind offenbar die Leute in Verantwortung angesprochen in der Gemeinde. Hier deutet sich vielleicht so ein festes Amtsverständnis an, erstmalig im Neuen Testament. Wir finden ja unterschiedliche Begriffe für Leitungspersönlichkeiten in der Gemeinde. Wir finden keine einheitliche Gemeindestruktur im Neuen Testament, dass man sagen könnte, das war immer so und so müssen wir das oder können wir das übernehmen, sondern wir lesen von verschiedenen Ämtern, Bezeichnungen, Persönlichkeiten, die in Leitungsverantwortung sind. Hier sind es die Aufseher und Diener. Da ist auch eine praktische Verantwortung mit gemeint. Und auch wenn Paulus, und das ist jetzt interessant, auch wenn Paulus die Aufseher und Diener anspricht, wird im Weiteren immer geredet von der ganzen Gemeinde. Wenn irgendwas gemacht werden soll, heißt es nicht, ja, ihr Aufseher sollt dafür sorgen oder lasst das mal die Diener machen, sondern die ganze Gemeinde ist angesprochen, auch verantwortlich gemacht für eventuelle Missstände. Wir sind gemeinsam verantwortlich für das, was in unserer Gemeinde läuft und wir können gemeinsam etwas Gutes daraus machen. Paulus grüßt dann, wie das so üblich war, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und damit drückt sich ja schon so etwas ganz Zentrales aus, nämlich unser Verhältnis zu Gott. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. So ein Gruß geht über das hinaus, was damals in der Antike so üblich war an Grüßen. An sich sind die Briefe von Paulus ja so vom Stil her ziemlich typisch im Vergleich zu dem, wie man damals so geschrieben hat. Aber Paulus spricht von Gnade und Friede und er spielt damit also direkt an, auch auf dieses besondere Verhältnis, das die Menschen zu Jesus und zu seinem Vater im Himmel haben. So, nun ist von Philippi die Rede. Die Gemeinde befindet sich in Philippi.
Und wir werfen mal so einen kleinen Blick in diese Stadt und auf diese Gemeinde, um den Hintergrund auszuleuchten, vor dem dann dieser Brief geschrieben wurde. Philippi ist eine Gründung, die eigentlich auf Philipp von Mazedonien zurückgeht, im 4. Jahrhundert, dem Vater des großen Alexanders. Die Stadt liegt also in Mazedonien, das seit 168 vor Christus zum Römischen Reich gehörte. Die Römer hatten dort eine ihrer Hauptverkehrs- und Heerstraßen gebaut, die Via Egnatia. Und diese Stadt Philippi wurde später zu einer römischen Kolonie erhoben. Und das kam daher, dass dort im Jahre 42 eine bedeutende Schlacht stattfand. Im Jahre 44 vor Christi, ihr erinnert euch, wurde ja Julius Caesar ermordet von Brutus und Cassius. Das waren so die Haupträdelsführer. Und ihr Ziel war es, die Römische Republik zu retten. Caesar hatte sich nämlich zum Alleinherrscher gemacht, zum Diktator auf Lebenszeit. Und das passte ihnen und vielen Senatoren und alteingesessenen Familien nicht. Und so hat man eben Caesar beseitigt, um die Republik zu retten. Das hat nicht ganz geklappt, denn die Anhänger Caesars, vor allen Dingen Mark Anton und der junge Octavian, die haben sich aufgemacht, um das Erbe Caesars zu bewahren und gegen die Verschwörer vorzugehen. Brutus und Cassius konnten also nur den östlichen Teil des Römischen Reiches für sich und ihre Herrschaft sichern, während Mark Anton und Octavian, der spätere Augustus, mehr den Westen beherrschten. Und hier in unserem Philippi kam es zum Showdown im Herbst 42. Die Heere trafen sich und die zwei Schlachten waren es, gingen schlecht aus für Brutus und Cassius. Sie kamen beide um. Und Mark Anton und Octavian siegten. Kaum waren die Feinde beseitigt, da gerieten die beiden natürlich aneinander. Der Bürgerkrieg ging weiter, sodass erst nach dem Jahre 31 endlich Frieden im Römischen Reich einkehrte. Und Octavian, wie gesagt, der spätere Augustus, war dann Alleinherrscher, Kaiser, wie man später sagte. Und er hat dann das Heer auch massiv verkleinert und viele ehemalige Soldaten an verschiedenen Städten angesiedelt, auch in Philippi. Es war also eine Stadt, in der Tausende von römischen Veteranen lebten, später dann zur Zeit von Paulus ihre Nachkommen. Aber man merkt daher, es war eine römische Stadt, sie stand unter italischem Recht, die Leute waren mehr Römer als Griechen. Und sie hatten natürlich auch ein positives Verhältnis zum Militär und diesen Traditionen. Das merkt man auch in dem Brief, den Paulus schreibt. Paulus kreuzte in dieser Stadt auf etwa so 49, 50 nach Christus. Eigentlich wollte er ja eher so in Kleinasien aktiv sein, aber der Heilige Geist hatte ihn ganz bewusst nach Europa gelenkt. Er hat ihm verboten, kann man fast sagen, in Kleinasien, in Bithynien, in Mysien zu evangelisieren. Und so kam er dann nach Philippi. Später war er dort zu einem zweiten Besuch, noch mal kurz da. Und unser Brief stammt ungefähr aus dem Jahre 63, als sich Paulus in Rom in Gefangenschaft befand. Philippi war also die erste Gemeinde in Europa. Dort hat Paulus die erste Gemeinde gegründet. Er hat ja am liebsten Synagogen aufgesucht, weil es dort Juden gab, die das Wort Gottes kannten und oft auch viele Gottesfürchtige, die sich für das Wort Gottes interessierten. Aber sowas gab es in Philippi nicht. Er fand nur einen Versammlungsplatz am Fluss, wo sich einige wenige Leute, überwiegend Frauen, versammelt hatten zum Gebet. Und das Erstaunliche ist, dass Paulus diese Frauen ernst genommen hat. Denn normalerweise hätte das ein Philosoph, ein Wanderprediger nicht gemacht. Aber man merkt, die junge Christengemeinde machte von Anfang an keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und so hat Paulus mit diesen Frauen gesprochen. Unter ihnen befand sich eine Geschäftsfrau, eine gewisse Lydia, die mit Purpurstoffen handelte. Das war ein Luxusstoff, also ein teures Gut. Also man würde heute vielleicht sagen, sie hat einen Textilladen am Neuen Wall. Und
Diese Frau hatte offenbar auch ein großes Haus. Sie hat ihn aufgenommen. Dort versammelte sich die Gemeinde. Möglicherweise war sie auch so eine Art Gemeindeleiterin in dieser jungen Gemeinde. Und man merkt, dass in dem Dienst von Paulus und in der jungen Gemeinde eben Frauen von Anfang an eine große, leitende, wichtige Rolle spielen konnten. Gott sei Dank. Also die erste Gemeindeleiterin Europas war eine Frau. Vergesst das nicht. In Philippi gab es dann Theater, weil es dort eine Wahrsagerin gab, die hatte irgendwelche okkulten Verbindungen, die merkte, dass Paulus ein Diener Gottes war, und so schrie sie tagelang hinter ihm und seinen Begleitern her, bis es Paulus reichte und er diesen Geist, der diese Besessenheit und diese dämonischen Prophezeiungen der Frau ausgelöst hat, ausgetrieben hat. Daraufhin waren ihre Besitzer sehr verärgert, das war nämlich eine Sklavin, da ist ihnen eine riesige Verdienstmöglichkeit entgangen und sie erhoben sich gegen Paulus und es gab einen Aufruhr, er wurde zusammengeschlagen, er wurde offiziell von den städtischen Behörden gefoltert, ins Gefängnis geworfen ohne Gerichtsurteil und in diesem Gefängnis hat er trotzdem mit seinem Begleiter Silas dann Gott gelobt und gepriesen, Lobpreis im Kerker. Es kam zu einem Erdbeben, es kam zu Erschütterungen, die Gefangenen wurden frei. Der Gefängnisdirektor wollte sich fast umbringen, als er merkte, dass alle Türen offen waren. Aber Paulus sagte, stopp, nein, bring dich nicht um, wir sind noch da. Und so kam man ins Gespräch und noch ehe die Sonne aufging, hatte der Mann sich bekehrt mit seiner ganzen Familie. Am nächsten Tag wollten die Stadtoberen dann Paulus ziehen lassen. Aber Paulus legte Wert darauf, hey Leute, ihr habt uns hier schlagen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Ihr habt das ohne vernünftiges Gerichtsurteil gemacht. Das geht nicht. Und das war eine unangenehme Situation für die Stadtverwaltung. Und so mussten sie Paulus um Vergebung bitten und ihn in aller Höflichkeit rausgeleiten aus dem Gefängnis und auch aus der Stadt. Also man merkte, Paulus als römischer Bürger wusste in entscheidenden Momenten auch sein Bürgerrecht ins Feld zu führen und da einfach mit zu wuchern, die Leute damit zu überzeugen. Ja, einige Gedanken zur paulinischen Strategie. Paulus hat sich überwiegend westwärts bewegt, so in seinen ersten Jahren, den stillen Jahren, war er ja in Arabien, war er in Syrien, hat da gearbeitet und evangelisiert. Dann später in der Apostelgeschichte wird eher berichtet, wie er Richtung Westen zog. Und zwar meistens an den Hauptstraßen entlang. Dort waren ja auch die wichtigsten Städte. Und Paulus hat gerne wichtige Städte, große Städte, Provinzhauptstädte aufgesucht, um eben gerade auch in einflussreichen städtischen Zentren zu zeigen, es gibt eine Hoffnung durch Jesus Christus. Dort wollte er Menschen gewinnen. Man kann das auch auf Landkarten sehen, wenn man so die Missionsreisen von Paulus nachvollzieht, dass es schwerpunktmäßig Richtung Westen geht und dass er vorzugsweise in den größeren Städten gewesen ist. Zum Teil hat er sich 2 Jahre in Korinth, 3 Jahre in Ephesus aufgehalten und ganze Provinzen erreicht. Und ihm war es nicht nur wichtig, dass er einzelnen Leuten das Evangelium sagt, sondern er hat immer auch Gemeinden ins Leben gerufen. Also den Menschen deutlich gemacht, das ist nicht nur eine Sache zwischen dir und Gott und ihr zwei und Hauptsache du glaubst irgendwas und hast die richtige Einstellung, sondern wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihn in deinem Leben hast, dann wirst du Teil von seiner Familie, Teil seiner Gemeinde. Und diese Gemeinden hat er zusammengebracht, hat auch Leiter eingesetzt, die sich um die Gemeinde kümmern sollten und hat auf diese Weise dafür gesorgt, dass diese jungen Christen eben auch, wenn er wieder weitergezogen war, versorgt waren, Gemeinschaft hatten, nicht irgendwie unter die Räder kamen oder nicht festhalten konnten an ihrem Glauben, sondern er wusste, es liegt eine Stärkung darin, wenn Christen zusammenstehen und füreinander da sind. Es gibt eine interessante Doktorarbeit von Dirk Müller, die sich mit dem Philipperbrief befasst, und zwar mit militärischen Bildern in diesem Brief.
Und der Verfasser untersucht also, wo benutzt Paulus eine militärische Sprache, wo spielt Paulus auf den militärischen Charakter von Philippi, das ja eine römische Militärkolonie war, an und wie trägt das Wissen, dass wir es hier mit einer römischen Militärstadt zu tun haben, zum Verständnis des Philipperbriefes bei. Und dabei kann man so drei zentrale Thesen oder Beobachtungen machen, nämlich Paulus spricht sozusagen zu den Philippern, wie ein General vor der Schlacht zu seinen Leuten sprach. In der damaligen Zeit hatten ja Heerführer und die Legionäre noch ein recht enges Verhältnis und es war sehr wichtig, dass der Heerführer die Leute zu motivieren verstand, dass er ihnen Zuversicht mitgeben konnte. Letztlich haben sie sich ihm anvertraut, ihm geglaubt und ihr todesmutiger Einsatz hing auch ganz stark davon ab, dass sie dem Heerführer vertraut haben, dass er schon die richtigen Entscheidungen trifft und sie zum Sieg führt. Und Paulus hält, so jetzt die These von Dirk Müller, hält eine Rede wie ein General an seine Truppen vor der Schlacht und er sagt ihnen eben drei Dinge. Erstens, wir kämpfen für eine gerechte Sache, nämlich für das Evangelium, für die gute Nachricht von Jesus Christus. Und das haben natürlich Heerführer auch getan. Die haben ihren Leuten immer gesagt, wir sind die Guten und wir stehen auf der richtigen Seite und die anderen sind die Bösen. Und ähnlich macht Paulus deutlich, wir kämpfen für eine gerechte Sache. Zweitens, wir werden gewinnen. Natürlich tritt kein Heerführer für seine Leute und sagt, Leute, wir fangen mal an mit der Schlacht und mal sehen, wie es wird, die Chancen sind so und so, sondern der Heerführer sagt den Leuten natürlich, ey, wir sind die Stärkeren, wir sind die Besseren, wir haben die bessere Ausgangsposition, wir sind besser ausgebildet und ich bin natürlich der Schlauere. Also der Heerführer gibt den Leuten immer eine Gewissheit, wir werden gewinnen. Und das tut Paulus natürlich auf der Basis der Überzeugung, Jesus hat schon gesiegt. Da sind keine Unwägbarkeiten jetzt mit uns, sondern Jesus hat den Sieg errungen und indem wir auf seiner Seite stehen, werden auch wir den Sieg davontragen. Und dann drittens, der Heerführer sprach immer von der Belohnung, meistens Geld und Plündergut. Und das tut Paulus auch, aber er spricht nicht von Geld oder anderen Sachen, er spricht von der Auferstehung. Er spricht von einem himmlischen Lohn. Also er macht den Leuten klar, wir kämpfen für eine gute Sache, wir werden gewinnen, weil Jesus der Sieger ist und wir werden belohnt werden. Und so nimmt er die Gläubigen in Philippi hinein in seinen Auftrag und zeigt, ja nicht nur ich als Apostel, Timotheus vielleicht noch, eure Leiter, sondern wir alle sind hineingenommen in den Auftrag Gottes. Wir haben mit unserer Bekehrung zu Jesus Christus einen neuen Lebensauftrag bekommen und wir sollen mit Zuversicht und mit vollem Einsatz nach vorne blicken und für dieses Ziel, für diesen Auftrag, das Evangelium zu verbreiten, ist jedes Opfer nicht zu viel. Jedes Opfer ist es wert, gebracht zu werden, weil wir die beste Nachricht der Welt zu verkündigen haben. Und diese Perspektive, die zeigt eben nochmal ganz stark von dem militärischen Hintergrund in Philippi, wie sehr wir Christen hineingenommen sind in einen Auftrag, in die Mission, die gute Nachricht zu verbreiten und den Menschen mitzuteilen. Ja, wir haben jetzt einen Brief vor uns. Paulus schreibt einen Brief. Wahrscheinlich schreibt er ihn aus Rom. Es gibt ein bisschen Diskussion unter Gelehrten, ob er vielleicht auch auf der dritten Missionsreise in Ephesus entstanden sein könnte. Aber die Mehrheit der Gelehrten ist der Überzeugung, er stammt aus Rom. Dort ist ja Paulus in den Jahren 62, 63 gewesen. Er war Gefangener, aber jetzt nicht irgendwo im Kerker eingesperrt, sondern er bewohnte eine eigene Mietwohnung und hatte dort einen römischen Soldaten als Bewacher, konnte auch Gäste empfangen, Leute, mit denen er geredet hat. Also es war eine Gefangenschaft von mildernden Umständen, muss man auf jeden Fall für die damaligen Verhältnisse sagen.
Und er hat diese Zeit, diese Gefangenschaft, dieses Warten auf seinen Prozess genutzt, um eben mit vielen Leuten in Kontakt zu sein oder eben Briefe zu schreiben, die die Jahrhunderte überdauert haben. Der Philipperbrief ist ein sehr persönlicher Brief. Die Verfasserschaft des Paulus wird von niemandem angezweifelt. Es gibt ja manche Briefe, da sind sich manche Gelehrte anscheinend nicht so sicher. Aber der Philipper hat eine sehr persönliche, vertraute Handschrift und gilt auf jeden Fall als echter Paulusbrief. Warum hat Paulus den Brief geschrieben? Was war der Anlass? Zunächst mal schickt er ja Leute nach Philippi. Von Timotheus ist die Rede, von Epaphroditus ist die Rede, der den Brief ja auch bringt. Dann hat es da offenbar Nachrichten gegeben, die Leute in Philippi waren beunruhigt, wie geht's Paulus und so. Und Paulus wollte einfach sagen, hey, mir geht's gut, so sieht's aus, und gleichzeitig von ihnen Neuigkeiten erfahren. Also es ging einfach auch um Gemeinschaft, Dankbarkeit auch für die Geschwister dort. Dann werden ja einige theologische Themen angesprochen. Anscheinend gab es da manche Uneinigkeiten oder auch Unklarheiten in der Lehre, die Paulus dann auch in seinem Brief klarstellt. Und er will sie natürlich ermutigen, auch gerade angesichts der Tatsache, dass er im Gefängnis saß. Das war ja auch so ein bisschen unangenehm und Leute mögen sich gefragt haben, was hat das zu bedeuten? Paulus, unser großer Leiter, unser Apostel, hängt jetzt im Gefängnis rum. Was soll aus der ganzen Jesusbewegung werden? Und Paulus zeigt ihnen eben, Leute, macht euch keine Sorgen um mich. Das Evangelium läuft, auch wenn ich hier im Gefängnis bin. Und so kann er ihnen ganz viel Mut machen, ganz viel Zuversicht zusprechen. Er spricht immer wieder vom Evangelium. Er spricht von der Beziehung, die wir zu Jesus haben, diesem in Christus sein. Und er spricht eben von der Freude, die einfach unbesiegbar ist. Eine Freude, die unabhängig von Umständen existiert. Und das wird er im weiteren Verlauf des Briefes auslegen, ausführen, dass eben die äußeren Widerstände, die äußeren Probleme, die scheinbar auch einer Verbreitung des Evangeliums im Wege stehen, letztlich kein Grund zur Beunruhigung sind, sondern das Evangelium wird weiter fließen. Ich, Paulus, lasse mich nicht unterkriegen. Ihr, Philipper, sollt euch auch nicht unterkriegen lassen. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Botschaft und Gott ist mit uns. Wir werden den Sieg davontragen. Mit dieser Stimmung steigt Paulus schon in diesen Brief ein. Und wir werden in den nächsten Abschnitten schauen, dann, wie er die Menschen ermutigt und welche aufbauende Botschaft er für die Christen damals in Philippi und heute bei uns bereithält. Bleibt dran! Super, dass du dabei warst. Es ist immer gut, sich intensiv mit dem Wort Gottes zu befassen. Ich lade dich ein, auch beim nächsten Mal dabei zu sein. Da geht es nämlich um die Quellen der unbesiegbaren Freude.